Herzlich willkommen, wir spielen wieder Mechabellum. Oh, er hat höheres Ranking, okay. Bin ich mal gespannt, ob das eine Herausforderung darstellt. Let's go. Ich habe auch das Gefühl, ich baue irgendwie immer die gleichen Sachen. Aber naja. Stück für Stück weiter erforschen. Ich denke, ich nehme hier Scharfschützen und Sledgehammer. Was hat der Gegner? Fangs und Stormcaller. Und ich habe 200 mehr Supplies. Soll ich Phönixe holen? Da kann ich halt nur ein paar holen. Nee, ich hol Crawler. Panzer. Und mehr Attacke. So, wie machen wir das? Ich habe halt nur ein paar Crawler, es wären schon zwei schön gewesen. Bin ich ehrlich. Aber naja, ich denke gegen die Stormcaller, die Artillerie, ist es wahrscheinlich besser, wenn wir die Panzer in solchen Linien aufstellen. Und ich will, dass die sich hier dran vorbeisplitten. So. Sniper hinten dran. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir doch einfach mal. Und hoffentlich sollten die Stormcaller jetzt erstmal abgelenkt werden. Und hinter die hier ballern. Und hoffentlich nicht dabei die treffen zu viel. Ja, der Anfang wird jetzt erstmal für den Gegner, glaube ich, ausgehen. Aber wir schauen. Wir haben viele Sledgehammer und die sind eigentlich recht stark. Es wäre vielleicht doch besser gewesen, die in einer anderen Ausrichtung zu platzieren. Aber wir haben die erste Runde gewonnen. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, was wir jetzt machen. Ich nehme, glaube ich, hier das Nano Repair Kit. Oh, Hacker könnte gegen uns ganz gut sein. 350. Ich wüsste jetzt nicht so wirklich, was ich bauen soll. Was haben die für eine Reichweite? 180, das ist natürlich schon krass. Ich kann mir halt nichts Cooles leisten. Gut, wir sind auch erst in Runde 2. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich hole auf jeden Fall einen Packen Crawler. Hierhin noch eine. Hierhin und Mars Recruitment. Wenn er irgendwas Fliegendes holt, wären halt ein paar Fangs ganz gut. Ja, komm, ich mache noch einen Sniper. So, und den Nanobot heben wir uns auf. Wobei, wäre vielleicht für die Panzer ganz gut gewesen. Aber nee, ist besser bei was Stärkerem und Scorpion. Habe ich auch kurz überlegt, aber gegen die Stormcaller, die haben halt mehr Reichweite, kackt er, glaube ich, ab. Aber der wird die Sledgehammer halt weghauen wie nichts. Ich denke, ich mache aber
in der nächsten Runde die Overlords und die hauen alles weg. Außer die Fangs kann nichts die Luft angreifen. Und ihr seht ja, wie schnell die Fangs weg sind. Die haben 100 und die Scharfschützen 140. Die Scharfschützen sind eigentlich auch gut gegen die. Bräuchten nur wieder mehr Reichweite. Mit dem Upgrade muss ich da halt voraus sein. Wenn der es holt, haben die die gleiche. Und dann hauen die die Sniper weg. Okay, die Runde haben wir knapp noch geholt. Aber nur knapp. Deshalb jetzt müssen wir auf jeden Fall den Arsch hochkriegen. Oh, 3 Stück ist halt geil, ne? Phoenix Stufe 3 ist halt auch cool, dann hätte ich sie direkt freigeschaltet. Nee, komm, ich bin einfach ein Fan. Oh, und ich habe noch eine Idee. Aber machen wir noch nicht diese Runde. Genau, nämlich die Sabertooths, die haben hier die Raketeninterceptor. Oh, ich kann mir gar keinen Overlord mehr leisten, wegen dem ganzen teuren Kram. Ja, komm, dann machen wir hier Missile. Und ich kann noch irgendwas freischalten. Kannst du euch die schon mal für nächste Runde holen? Ja. Ich habe gerade überlegt, einen Phoenix zu holen, aber dann fängt er schon an, Anti-Air zu machen. Bei der Wespe wäre halt das gleiche Problem, ne? Komm, ich schalte die schon mal frei hier. Und ich mache hier eine Rakete. Schauen wir mal. Er hat auch die 3 Sabertooth. Na toll, zusammen noch mit dem Scorpion. Aber auch da werden die Fliegenden wieder voll reinknallen. Er könnte halt auch jederzeit mit Fliegenden ankommen und ich bin gar nicht gut dagegen gewappnet. Aber seine gehen schnell drauf. Meine sind noch alle da? Der nicht mehr? Gleich jetzt? Okay. Der sich heilt, das ist natürlich nochmal ein bisschen stärker. Hätte ich mir aber auch jetzt für einen Overlord aufheben können, das Item. Und die Runde verlieren wir auf jeden Fall. Aber ich habe auch 200 ausgegeben für was, was wir jetzt nicht auf dem Feld haben. Um den Overlord für nächste Runde freizuschalten. Und wenn wir jetzt direkt 2 holen können, eventuell, können wir wahrscheinlich. Was könnte ich hier nehmen? Hier, dass die Bomben hier 200% mehr Schaden machen. Und ich hole 2 Overlords. Wie mache ich das jetzt? Setze ich sie hier hin? Überraschungsmäßig? Ich glaube schon. Und ich hole hier noch was. Mehr Geld. Massenrecruitment. Und die Dinger. Ah, Wespen wären vielleicht besser gewesen, aber hätte ich nicht gereicht dann vom Geld her. Und mit denen mache ich jetzt mehr Schaden. Also einmal hier in die Mitte. Oh, okay. Er bombt da voll rein. Bin ich mal gespannt. Stufe 2 Stormcaller. Stufe 2 Arclight. Ja, bei mir ist so ziemlich alles noch Stufe 1. Die kriegen wahrscheinlich erstmal auf den Sack. Ah, wobei eigentlich ist nichts da, was auf die schießen kann. Mal gucken, was abgeht. Die können halt nur unten auf die Crawler ballern. Oh, was ist hier? Crawler gegen Crawler. Und hier ist noch ein Sniper dabei.
Okay. Also er würde den gewinnen, wenn hier halt nicht die Overlords wären und er nichts gegen Flieger hätte. Die werden es am Ende entscheiden. Und er kommt jetzt mit Anti-Air wahrscheinlich auf die ein oder andere Art. Er könnte es mit den Arclights machen. Upgrade, dass die gegen Lufteinheiten schießen können. Schauen wir mal. Ich hole jetzt erstmal Mutterschiff. Und baue hier noch eine stärkere Armada auf der rechten Seite. Und das holen wir auf jeden Fall hier. Und ich weiß. Nee. Ich mach den hier hin, damit der nicht so lange braucht, bis er da ist. So. Der wird promoted. Und es werden halt auch alle gut zu promoten, ne? Aber mein Ding hier macht so viel Schaden. Ah, hier wird es vielleicht mehr machen, ne? So. Hier für die Verteidigung irgendwas wäre eigentlich gut, aber... Soll ich da was hinstellen? Einfach hier noch für einen Huni was holen? Komm. Eine Arclight. Und dann hole ich hier noch... Defense. Und Mutterschiff hole ich dann nächste Runde. Dass die hier dann die Wespen spawnen und Melting Point. Also Mutterschiff hätte ich gebraucht. Ich habe immerhin die hier. Aber die werden nicht lange überleben. Reicht für den Schild wegzumachen. Reicht es auch, um ihn zu killen? Jawohl. Okay. Er wird mehr Melting Points holen und er hat einen Hacker. Hacker könnte auch gefährlich werden. Ja, wobei. Gegen die Overlords, ich weiß ja nicht. Okay, er hat auch die Prediction beantwortet. Die drei Overlords sind alle noch stabil unterwegs. Das Ding hat er irgendwie kaputt gemacht. Okay, mit den beiden. Schauen wir mal. $900 Cash. Airdrop ein Shield. Die Overlords noch widerstandsfähiger machen, aber weniger Angriff. Könnte blöd sein, aber könnte auch gut sein. Komm, ich mach's mal. Ist doch witzig irgendwie. Ich hole jetzt... Oh, das war schlecht. Reicht das Geld jetzt noch? Ja, okay. So. Mache ich den hier noch? Nee, ich mache den auch hier. Okay. Ich mache die vielleicht ein bisschen weiter auseinander, falls irgendwie eine Bombe kommt oder so. Hier irgendwas upgraden. Den hier vielleicht. Ja, der hat den Nanobot. Das wäre eine gute Idee. Das wäre natürlich auch gut abzugraden. Den hier. Schauen wir alles dann nächste Runde. Und vielleicht noch die Wespen mit dem Schild ausstatten. Weil er hat jetzt zwei Melting Points hier. Der Arclight macht kurz im Prozess. Die hier sowieso... Und ja, die 5 Overlords hier jetzt auch. Und
Und jetzt kann ich die halt mit dem Jump Drive einfach hier rüber auf die andere Seite setzen. Wenn er hier eine riesen Verteidigung dagegen aufbaut. Der hier, oh, ich wollte gerade sagen, hält sich echt wacker und dann geht er in dem Moment drauf. Ah, aber ich glaube, die Runde verlieren wir tatsächlich. Hat er noch irgendwas gegen die Lufteinheiten? Nee, gar nichts mehr, okay. Also wir verlieren nicht, aber sah jetzt schon nicht mehr so gut aus. Also ich muss mal gucken, dass hier links besser klarkommt. Oder generell die Landeinheiten ohne die Overlords. Ja, wobei. Ich hole mir die Wespen. Die sind perfekt. Und die schicke ich dann auch hier. Einmal hier. Und einmal hier. So. Overlord, Overlord. Oh, Jump Drive kann ich mir jetzt nicht leisten. Und den Schild auf den Wespen brauche ich unbedingt hier. So. Dann mache ich auf der Seite auch. Nee. Da will ich ihn ja hinködern. Hier hinten dran, falls eine Bombe kommt. So. Alles hier rechts. Und dann habe ich noch einen Huni. Den könnte ich upgraden. Den könnte ich upgraden. Schild oder hier eine. Ja, komm, hier. Und hier auch noch. Zwei Raketen. Let's go. Oh, er hat Raketenabwehrdinger. Dabei habe ich doch gar nichts, was Raketen schießt, außer jetzt, dass ich ein-, zweimal eine platziert habe. Ja, okay, aber ich habe halt die Fähigkeit, dass die mehr Schaden machen, also kann man das schon erwarten, dass da was kommt. Was hat er hier? Fortified Hacker. Hacker hat 500% mehr Lebenspunkte, okay. Gut, er hat nur einen. Werde ich wohl überstehen. Oh, und er hat jetzt hier hinten einen Sandwurm. Das ist natürlich hier auch. Kommt überraschend. Die Overlords ballern natürlich alles weg. Keine Chance. Er macht halt nichts dagegen irgendwie. Gut, die Melting Points, aber das ist ja nicht annähernd genug. Zwei Stück. Und hier kommen immer mehr. Die machen halt die Karte voll mit ihrem Zeug. Da helfen auch die zwei Würmer nicht. Ich denke, die Nummer ist gelaufen. Ja, GG. Das war ein gutes Spiel. Und damit verabschiede ich mich dann. Huch, was ist jetzt hier los? Ah, neuer Rang, okay. Das sah irgendwie so verbuggt aus gerade. Sehr cool. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen.